Wir reagieren heute auf die 32. Folge von Nachschlag, der Talkshow, wo Dieter Dehm, K1 Sophie Siavash und Paul Brandenburg immer miteinander diskutieren. Heute geht es um drei verschiedene Themen: Schuldbewusstsein, Angst der Sektendemokratie und Messerwetzer. Sind mal wieder relativ nichtssagende Namen bzw. Titel und ja, wir sehen mal, was die drei uns für interessante Schlagzeilen mitgebracht haben. Hallo Outlaw, schön, dass du im Chat bist. Aloha. Wir haben wieder drei Schlagzeilen für euch diese Woche. Erstens, ihr Schuldbewusstsein reicht ins letzte Glied. Zweitens, die Angst der Sektendemokratie vor dem Bürger. Und drittens, an AfD die Messerwetzen für BSW. Geht danach währenddessen oder wann auch immer auf nachschlag.express und stimmt ab, welche Schlagzeile eurer Meinung nach am besten gesessen hat. Das habt ihr letzte Woche auch gemacht und gewonnen hat mal wieder Kevan mit Scharfmacher an die Front. Es folgt auf Platz 2. Die WHO ist der tiefe Staat und lieber Dieter, nur peinlich, alle gegen Höcke, ein knapper dritter Platz. Ich war für Dieter Dehm. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Ich war für Dieter Dehms Schlagzeile. Also mal wieder letzter, man kennt's. Geht auch diese Woche auf Nachschlag.express, lasst gerne ein paar Cent da für die Fortführung dieser Sendung und wenn ihr ohnehin schon etwas für diese Sendung macht, dann schickt uns eure Meinung, euren Vorschlag, eure Idee für den Tiefschlag der Woche. Die derbste, idiotischste, abwegigste, extremste Propagandameldung, die die Welt überhaupt zu bieten hat. Egal ob bei Bild, Welt, Nachdenkseiten, Tichys Einblick oder wo auch immer ihr Oh sie findet. Gott, ich würde die Tweets von Michael Roth gerade zu Georgien nehmen. Also da zettelt der Westen gerade nur noch und mit dem Westen verbündete NGOs und Thinktanks und Bildungseinrichtungen, die vom Westen gekapert wurden, die planen da gerade zusammen mit der pro-westlichen antidemokratischen Opposition einen Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung, die ungefähr eine Unterstützung von 60% in der georgischen Bevölkerung hat. Und Michael Roth unterstützt diese Putschpläne und stellt das als Kampf gegen Demokratie dar. Also das ist die größte Realsatire, die man aktuell sieht. Also das würde ich als Tiefschlag der Woche. Also da könnt ihr wirklich jeden Tweet von Michael Roth nehmen, vorschlagen. Findet, vielleicht in der Berliner Parteizeitung eurer Zeitung. Wahl. Ha, die wollte ich nicht erwähnen. Das aber natürlich. Lest einfach nur die Berliner Zeitung und schickt die Artikel her. Nein, Scherz beiseite. Nehmt den Beitrag, den ihr persönlich für den krassesten Tiefschlag haltet. Schickt ihn an tiefschlag@nachschlag.express. Die Mail seht ihr auch unten im Ticker. Und einer von uns wird seine Reaktion auf diesen Vorschlag hier am nächsten Mal vorstellen. Diese Woche starten wir mit Ihr Schuldbewusstsein reicht ins letzte Glied. Und das ist letztlich eine Erkenntnis, die ich hatte einen Tag vor, bevor ihr diese Sendung hier seht, da ich als Experte geladen war, im Landtag Sachsen-Anhalt zu sprechen, als Arzt über die Verbesserung der Versorgungslage für Patienten, die an sogenanntem Long-Covid leiden. Jetzt würde man erwarten, was tatsächlich auch eintritt, dass dort eine Gruppe von Altparteikadern sitzt, die alles versucht, um zu leugnen, dass diese Long-Covid-titulierte Krankheit in irgendeiner Form mit dem zu tun hat, was sie Impfung nennen. So weit, so richtig. Aber es geht noch viel, viel weiter. Das ganze Spektakel fing damit an, dass die einzige Person, die dort überhaupt nach Waffen durchsucht wurde, kontrolliert, ausgesondert und einer Sonderbehandlung unterzogen wurde. Selbstverständlich, ich war in Begleitung des geschätzten Kollegen Kai Klapproth, des bekannten Immunologen, gingen wir da zusammen ins Foyer, wurden gleich von zwei sehr betreten dreinschauenden Polizisten zur Seite gebeten, die sich x-fach entschuldigen, das tun zu müssen. Es ist leider eine Anweisung des Inhabers des Hausrechts. Es wurde dann die Tasche geschaut, festgestellt, ich habe keine Sprengsätze dabei. Hatte nur ein kleines Täschchen, während Kai Klapproth zwei riesengroße Rucksäcke gefüllt hatte, in denen weiß ich, wie viel Sprengstoff Platz gehabt hätte. Die wurden nicht kontrolliert. Es hat auch erstmals in der Geschichte dieses Ausschusses der Sicherheitschef teilgenommen an der Sitzung. Alle Parlamentarier waren sehr überrascht. Und die Sitzung selber, naja, ihr könnt sie euch denken. Das Erstaunliche jedoch war, ich habe schon so einige Debatten führen dürfen mit sozusagen Befürwortern der Maßnahmen und Menschen, die flammend argumentierten, dass alles, was gemacht wurde, richtig war, habe aus meiner Sicht dort dann auch im Kontakt mit diesen Menschen eher die besseren Argumente gehabt. Aber ich habe noch nie erlebt, dass einer nicht einmal versucht hat, die Fäuste hochzunehmen und sich noch zu verteidigen. Es war ein Blutbad. Ein Blutbad, weil der Kollege Kai Klapproth punktgenau natürlich erklärt hat, warum, sagen wir mal, der extreme Verdacht besteht, dass die sogenannten Impfungen für einen ganz großen Teil der als Long-Covid bezeichneten Krankheiten verantwortlich ist und dass der Versuch, diese Tatsache durch die Namensgebung allein schon so auszublenden, einfach zum Himmel stinkt.
alles, was das Regime in irgendeiner Form auf diesen Symptomenkomplex richtet, MECSF, also der alte Name dieser sehr alten Erkrankung, die wir seit vielen Jahrzehnten kennen, die letztlich ein postinfektiöses Syndrom ist, was durch jede Form von Infektion ausgelöst werden kann. Banale Viruserkrankungen bis hin zu komplexen Dingen, auch Impfstoffreaktionen. Lange bekannt, ein neurologisches, kombiniertes, neurologisches, immunologisches, auch psychiatrisches Krankheitsbild. Lange bekannte Tatsache, wird nun von Lauterbach und Konsorten unter Long-Covid verkauft. Long-Covid.de ist die Webseite, auf der man erklärt, dass das Ganze natürlich nur eine Folge von Covid-Infektionen ist. Vor Ort haben dann die Vertreter der anderen Parteien, denn eingeladen war ich, Überraschung, Überraschung, selbstverständlich als Experte der AfD, haben die Vertreterin der anderen Parteien nicht einmal versucht, diese Tatsache in Abrede zu stellen. Man hat zerknirscht zu Boden geschaut. Man hat dann als Reaktion auf den Vortrag von Kai und mir in Form der SPD-Obfrau in diesem Ausschuss nur einen alten Tweet rausgekramt von mir und mir vorgehalten. Sie haben geschrieben, Long-Covid sei eine Lüge. Wie können Sie denn das behaupten im Angesicht des Leides der hier vertretenen Patientenvertreter? Das war ein so durchschaubarer und so schlechter Versuch, mich in irgendeiner Weise in die Ecke zu treiben, weil dieser Tweet natürlich aus dem Kontext gerissen war und ich ganz mit wenigen Sätzen klar machen konnte, dass die Lüge natürlich in dieser Umetikettierung, in dieser Umbiegung bestand. Auch dagegen war kein Argument mehr vorhanden. Ich will sagen, man hat selbst den untersten Kadern, das ist nichts gegen der Landtag Sachsen-Anhalts, aber es ist eben in der Hierarchie dieser Republik oder dieser Leichenrepublik die unterste Ebene, wer da in irgendeinem Ausschuss sitzt, an Parteienfunktionär. Bis dahin war deutlich zu spüren, jeder letzte Funktionär im Raum wusste ganz genau, was er da tat. Sie wissen um die Schuld, die sie auf sich geladen haben. Sie wissen um die Kausalketten. Es war keinerlei Überraschung da, als ihn Kai Klapproth schmerzhaft genau vorgehalten hat, welche Daten alle bis heute nicht erhoben wurden. Insbesondere, man mag es kaum glauben, insbesondere gibt es bis heute keine bundesoffiziellen Zahlen über den sogenannten Impfstatus der Patienten, die mit dieser Long-Covid-titulierten Symptomatik, allen voran ist das ausgeprägte Müdigkeit, generalisierter Muskelschmerz, Konzentrationsstörung, alles Symptome dieses MECSF. Es wird nicht erhoben, das Robert-Koch-Institut redet sich raus, die Bundesregierung behauptet, eine Studie läuft, die sogenannte COVID-Studie. Sie hat schon vor 2 Jahren gesagt, die ersten Ergebnisse sollten nun bald da sein. Nicht einmal die Rohdaten, also einfach nur die gesammelten, nicht ausgewerteten Daten, werden rausgegeben. Diese Tatsache wird von keinem der anwesenden Parteienvertreter der Regime dort irgendwie angesprochen. Man will sofort ablenken. Man lässt in diesem Ausschuss auffahren die Caritas, alle möglichen kirchlichen Unternehmen. Man lässt landeseigene Klinikvertreter auffahren. Geschlagene 4 Stunden referieren diese Damen und Herren, insbesondere auch der Vertreter der Ärztekammer, dort über die eigenen großartigen Leistungen, wie es gelingt, durch Verbindung mit Selbsthilfegruppen alles Mögliche zu erreichen. Man hätte Bullshit-Bingo 24-7 spielen können. Alle Wörter sind's gefallen, ja? Von Hub über App, Innovation, Netzwerken. Es ist unfassbar gewesen. Alle reden sie am Thema vorbei, weil sie ganz genau wissen, dass auch nur ein Halbsatz zum Thema sie entlarvt. Am schlimmsten war wie immer der Vertreter der Ärztekammer. Der dort, das war ein berenteter Psychiater, der dort vortrug, wie großartig die Leistungen der Ärztekammer sind. Da, als wir dann am Ende am Rand kamen, als geladene Experten und ich das im Nebensatz natürlich erklären musste, dass einmal mehr die Ärztekammern allen voran komplett versagt haben und gezeigt haben, dass sie dringend abgeschafft werden müssen, hat dieser Herr nicht mal gestöhnt. Er hat nur betreten zu Boden geschaut. Es war ein Schauspiel, das man eigentlich ohne Ton senden könnte, nur mit Einblendungen der Parteizugehörigkeit und der gesamten Körpersprache, der Mimik ist zu entnehmen, dass alle dort, alle im Saal wussten, Game over. Sie sind überführt. Es ist vollkommen klar, dass sie alle vorsätzlich mit Dolus Directus ersten Grades vorsätzlich gehandelt haben und wissen, wie es um sie bestellt ist. Diese SPD-Vertreter haben nicht einmal gezuckt, als ich auf die Entgegnung zu ihrem Versuch, mir da etwas zu unterstellen, sagte, ihr unsäglicher Gesundheitsminister, der auch noch Arzt ist, ist immer noch im Amt und auf freiem Fuß. Es wurde einfach nur zur Kenntnis genommen. Man hat nicht einmal so getan, als ob man empört sei darüber. Also Dieter, ich weiß nicht, wie parlamentarische Diskussionen sonst ablaufen. Ich habe mir im Bundestag einige anschauen müssen, auch in anderen Landesparlamenten. Ich habe noch nie eine so wehrlose Front von Leuten gesehen. Man hat in keiner Weise versucht, eine Anschuldigung zurückzuweisen oder sich irgendwie rauszureden versucht. Es war ein Gemetzel. Es war ein Gemetzel ohne jegliche Gegenwehr. Fast konnte ich Mitleid haben mit denen, die da versuchten, noch etwas dagegen zu sagen. Aber für mich ist sonnenklar seitdem, dass selbst in der untersten Ebene dieser Ausschussmenschen in einem Bundesland alle ganz genau wissen, wie viel Schuld sie auf sich geladen haben. Und die Behauptung, die ich oft höre, auch hier in dieser Runde, naja, die Obersten wissen, was sie tun, die einige wenige Schlüsselfiguren, die anderen sind einfach opportunistische Mitläufer, werden benutzt. Nein, ich sage euch jetzt beiden, ich freue mich auf eure Meinung. Das halte ich ehrlich gesagt auch für wahrscheinlicher. Also nach allem, was ich so mitbekommen habe.
es sind keine unschuldigen, gutgläubigen Menschen, die dachten, sie tun da das Richtige. Nein, dieser Ausschuss zeigte, sie wussten alle ganz genau, und sie wissen heute auch alle ganz genau, was sie taten und dass es um ihren Kopf geht. Sie wehren sich bis zum letzten Tag gegen jeden Ansatz von Aufarbeitung. Sie werden nichts dergleichen mitmachen, solange auch nur noch einer von ihnen in diesen Ausschüssen sitzt. Es gibt keine Aufarbeitung mit den Altparteien, solange sie auch nur Mitglied in diesen Parlamenten sind, Dieter. Ist das aufgezeichnet worden? Das weiß ich nicht, von mir nicht. Man darf es auch nicht. Es gibt Protokolle davon. Das glaube ich nicht, dass das als Video verfügbar ist, nein. Normalerweise werden diese Ausschüsse, auch die außerordentlichen Ausschüsse, aufgezeichnet. Würde ich mich mal drum bemühen. Ich glaube, dass das sogar Standard ist. Aber Also es gibt definitiv ein Schriftprotokoll, das wurde mir gesagt. Aber ich glaube nicht, dass das per Video mitgeschnitten wurde. Also die schlichte Frage ist ja einfach, was hat denn Jens Spahn damit gemeint, als er sagte, wir werden uns vieles zu verzeihen haben? Muss man ja einfach mal fragen. Müssen wir uns heute nichts mehr verzeihen? Hat er da umgedacht? Und wenn ja, was würde aus heutiger Sicht darunter fallen? Das ist eine sehr harmlose Frage, gebe ich zu, aber sie hätte es in sich. Das ist wieder eine andere Frage. Da wäre es ja dann die Frage, wie viel Kontakt besteht zwischen der obersten Ebene der Täter und dem Mittelbau. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Mensch, der in diesem Apparat lange unterwegs war. Ich glaube schon, dass das unabhängige Gehorsamssysteme sind, dass die freiwillig ja in die Richtung laufen, antizipieren, was die Führung will und dann so handeln. Aber wie geschlagen die sind, also wie sehr sie auch wissen, dass es nicht mehr lohnt, zeigt für mich eine Kleinigkeit, die in diesem Ausschuss stattfand. Direkt nachdem der Teil durch war, in dem Kai Klapproth und ich vortrugen, war ein CDU-Vertreter dran, der dann gleich loslegte mit dem Satz, eine Vorbemerkung, also das dürfte dann Fragen jeweils gestellt werden an die Experten. Er begann seine Fragen mit der ganz aufgesetzten, empörten Gestik. Bevor Herr Dr. Klapproth und Herr Brandenburg hier referierten, hatten wir uns auf die Sache konzentriert und jegliche Polemik vermieden. Nun kommt das. Da unterbrach ihn ein zweites SPD-Mitglied, ganz nüchtern, und sagte, ich konnte keine Polemik erkennen, Herr Kollege. Also, es platzte ein Geständnis aus dem SPD-Mann letztlich heraus, der intervenierte, als das übliche Gefasel abgespult war. Es ist eben Politikersprech gewesen, man wollte sofort loslegen, zurückweisen, was die beiden AfD-Experten sagen. Aber selbst das war offensichtlich dem SPD-Mann zu billig. Das hat sogar seine Würde offensichtlich noch unterlaufen. Gesagt, nein, also für den Kram gebe ich mich jetzt nicht her. Nicht, dass danach etwa von diesem SPD-Menschen dann eine inhaltliche Antwort kam oder ein Geständnis, dass wir jetzt mal zur Sache kommen müssen. Nein, das auch nicht. Aber es war so ein so nach dem Motto, naja, lassen Sie mal gut sein. Das glauben wir nicht mal mehr jetzt hier drin, glauben wir das noch. Also dieses Maß an Offenkundigkeit, ich hätte es nicht gedacht. Ich war tatsächlich baff, muss ich zugeben. Ja. Paul, ich glaube, auf der einen Seite erstaunt mich das, und auf der anderen Seite erstaunt mich das nicht. Was mich erstaunt ist, dass das wieder möglich ist, nämlich dieses ein Apparat aufziehen, wo jeder genau Bescheid weiß oder so viel Bescheid weiß, wie er wissen muss, aber genug Energie hat, um das wegzudrängen, obwohl er das große Ganze sieht, aber immer sagen kann, ich habe es nicht ganz genau fokussiert, deswegen kann man mir später nicht sagen, dass das Endresultat ist, aber er wusste ganz genau, wohin das führt und dass es nichts Gutes werden würde. Das hat ja aus einer sehr dunklen Zeit überlebt und wir sollten uns halt die Frage stellen, ob wir etwas aus der Nazi-Zeit dahingehend gelernt haben, dass wir wirklich Menschen zu Widerspruch erzogen haben. Oder aber, ob wir ein Pyramidensystem nur durch ein anderes Pyramidensystem ersetzt haben. Letztendlich, dass da Duckmäuse erzogen werden. Das hat ja mit der Erziehung zu tun. Die Menschen kommen ja so nicht auf die Welt, wo der Opportunist belohnt wird. Ich glaube, da ist die Antwort eindeutig. Wir haben eigentlich nur die Führung gewechselt. Wir sind halt nach Washington gegangen. Und wenn man die Karriereleiter besteigen will, dann muss man an den richtigen Stellen Ja sagen. Das gilt ja jetzt nicht nur für die Pharmaindustrie. Das gilt ja im Moment auch für die Rüstungsindustrie oder für die Industrie, die die Feindbilder konstruiert, also die Presseindustrie. Ist alles dasselbe. Aber du siehst eben, wie gefährlich das ist. Und das, was du beschreibst, zeigt uns auch, dass wir in einer sehr, sehr gefährlichen Situation sind, die es so meiner Meinung nach nicht gegeben hat in der BRD. Denn als es das schon mal gab in Deutschland, was nicht Deutschland war, da kam ja praktisch jemand von außen und hat gezwungen, dass aufgearbeitet wurde. Nicht wirklich, weil wer da in Nürnberg saß, das waren nicht die wirklich hellen Köpfe, die hat man ja abgezogen. Aber der wird ja jetzt nicht von außen kommen, weil es handelt sich ja um eine internationale Pharmaindustrie, die großes Interesse daran hat. Vor allem auch in Deutschland eben als Staat, wo man ausprobieren kann, wie gehorsam ist Europa noch, weil Deutschland den Gleichschritt produziert, meiner Meinung nach, für Europa, wie weit man da kommt. Und deswegen wird keiner kommen. Und da ist halt die Frage, die einzigen, die da kommen würden, wir sehen es ja gerade,
Da sind wir auch relativ schnell bei meiner Schlagzeile. Die werden ja abgewatscht und kaputt gemacht und die stehen vor einem Verbotsverfahren. Also welche Zuversicht hast du denn noch, wenn du umstellt bist von Opportunisten, die wieder von anderen Opportunisten international gecovert werden, dass dir überhaupt irgendjemand kommt und sagt, hör zu, damit kommt er jetzt aber nicht durch. Da müsste es ja eine wirkliche Empörungswelle in der Bevölkerung geben, die sagen, das läuft eben nicht. Die sehe ich im Moment eben auch nicht. Ich kann es auch nachvollziehen, dass viele, die eben Long-Covid haben, verdrängen, weil sie sich die Frage stellen müssen, das, was ich habe und das, was meine Kinder haben, das hat damit zu tun, dass ich denen geglaubt habe, obwohl ich ein schlechtes Gewissen hatte oder dass ich das nur getan habe. Ich habe mich nur impfen lassen, damit ich in meinen Beruf kann oder damit ich reise kann und nicht, weil ich mal mich gesundheitlich überzeugt hat. Also das ist für mich sehr erschreckend, was du sagst, weil die Stimmung in diesem Land, ich merke schon, dass wir viele Elefanten im Raum haben, sehr viel Blei, aber ich glaube auch, dass Menschen das Gefühl bekommen, wenn ich so lange diese Situation aussitze, dann geht es einfach so weiter. Ja. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Ja. Das werden sie bis zum Ende tun. Das ist mir komplett klar geworden. Ich bin der festen Überzeugung, also wenn das jetzt nicht komplett anders sein sollte in anderen Parlamenten. Wie gerade einfach einer im Chat geschrieben hat, Deutschland produziert den Gleichschritt in Europa. Immer dieser antideutsche Nadelstich von Jepsen. Nee, das ist kein antideutscher Nadelstich. Das ist einfach, Deutschland ist die größte Nation, die größte und mächtigste Nation in der Europäischen Union. Und wenn Deutschland eine Richtung vorgibt, dann müssen da die anderen wohl oder übel folgen. Also ist jetzt natürlich nicht so total, aber wenn in Deutschland oder Frankreich und in Frankreich parallel eine bestimmte Politik gemacht wird, dann kann sich da realistisch betrachtet kein anderes europäisches Land gegenstellen. Also kein Land innerhalb der EU, Russland, Großbritannien, die außerhalb der EU sind, oder die Türkei, die haben da noch ein bisschen größere Autonomie, aber du hast das in Italien gesehen. Als Italien in der Euro-Krise keine Sparpolitik machen wollte, beispielsweise, ist jetzt schon ein bisschen länger her, unter Silvio Berlusconi, da wurde Berlusconi von allen europäischen Medien, von den europäischen Parteien, so lange niedergeschrieben, da wurde Stimmung gemacht, da hat man versucht, ihn abzusägen, bis das schließlich funktioniert hat und man ihn durch Mario Monti ersetzt hat. Also durch so eine Technokratenregierung. Ja, guck dir an, wer Deutschland denkt, ja, ich weiß, Deutschland ist so ziemlich der treueste US-Vasall in Europa. Daran haben die USA eher lange gearbeitet. Das bezweifle ich ja gar nicht. Aber dass Deutschland innerhalb in Europas dann nochmal das Einfluss, also nicht innerhalb Europas, ich mache auch immer diesen sprachlichen Fehler, Europa ist ja nicht die EU, innerhalb der EU die einflussreichste Nation ist, das wird ja jetzt auch keiner leugnen. Und ja, dass die deutsche Politik beispielsweise 20% unserer energieintensiven Industrie verscheucht, durch einen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Rohstofflieferanten, also das zeigt ja, dass die deutsche Politik aktuell eher antideutsch eingestellt wird. Das zu benennen ist dann, glaube ich, nicht antideutsch, sondern ist einfach eine Tatsachenanalyse. Danke an Itruk, dass du mich mit Prime abonniert hast. Also heute abonnieren ja viele Leute. Vollkommen grundlegend anders. Aber wenn das einigermaßen repräsentativ ist für die Mitglieder der anderen Ausschüsse und dieser anderen Landtage, dann werden die bis zum letzten Tag wie Hitler in seinem Bunker da sitzen und immer noch sagen, wir haben es richtig gemeint, wir haben nichts falsch gemacht, das ist jetzt ungerecht, was uns geschieht und sie werden es verdrängen. Ich glaube, dass es so sein wird. Ich hoffe, dass ich mich irre. Aber du sagtest es schon, Kemal, wir sind bei deiner Schlagzeile. Die Angst vor der Sektendemokratie vor dem Bürger. Das ist schon die nächste Schlagzeile, dazu kommen wir gleich.